Kapitel 1115 ist da und endlich haben wir wieder neue Informationen zu der Geschichte als auch Legacy des verlorenen Jahrhunderts bekommen. Bei den fünf Weisen ist der Geduldsfaden endgültig geplatzt und wir haben die skurrilsten Charakter wieder über den Globus verteilt gesehen. Das krasseste überhaupt ist aber, dass wir endlich eine Silhouette von Joyboy bekommen haben. Wie ihr also merkt, es gibt einiges zu besprechen, Freunde. Wir tauchen jetzt ein, damit ihr auch zukünftig nichts mehr verpasst. Vergesst nicht ein Abo und Like dazulassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. Natürlich, bevor es richtig ans Eingemachte geht, müsst ihr nochmal kurz über die Cover-Story reden. In Wano ist endgültig Frieden eingekehrt, deswegen ist die Pilgerfahrt von Yamato auch immer ganz friedlich. Jetzt gab es also den ersten Zwischenstopp bei Hiyori und Otoko. Alleine schon wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit gehören sie auch schon irgendwie zusammen. Die Cover-Story wird aber wahrscheinlich ab jetzt dieses Muster fahren, dass wir die einzelnen Regionen von Wano zu Gesicht bekommen und sehen, wie sich das alles verändert hat. Lustigerweise und passend dazu startet aber auch das reguläre Kapitel gleich in der Blumenhauptstadt von Wano. Die riesige Stroh-Jolly Roger wurde auch schon direkt angebracht. Und das Königshaus, also sprich Momo, Kinemon und das restliche Gefolge, hören sich auch gleich die Nachricht von Vegapunk an. Und das durch die lustige Telestecke, die sie gefunden haben, von Orochi. Aussehen technisch mit dem Muster der Krone und dem kleinen Zopf ist sie ja komplett an ihn angelehnt. Interessant wird aber auch wieder, wie viel Momo eigentlich weiß. Er hat ja mit Sonisha gesprochen, hat sich dort auch ein bisschen informiert über Joyboy, dies und das. Er redet ja auch ganz casual über Joyboy. Aber auch er hat erst jetzt erfahren, dass er überhaupt ein Pirat war und hat direkt die Verbindung zu Ruffy gezogen. Währenddessen irgendwo ganz anders auf der Welt, im Marinegefängnis der G4-Basis, sehen wir die Fake-Strohhüte, mittlerweile aber anscheinend besser bekannt als die Fake-Kid-Piraten. Auch ganz lustig, die Maro Black, also der Anführer, hat sogar seinen Arm angepinselt, damit er so ähnlich metallisch aussieht wie der von Kid. Also auch wenn ihr Cosplay vielleicht nicht so krass gelungen ist, haben sie auf jeden Fall die Persönlichkeit der Kid-Piraten genailt. So dieses Überhebliche von oben herab, das passt einfach zu ihnen. Allein diese Aussage, ich bin tougher als Joyboy und dabei nicht mal seinen Namen richtig aussprechen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Kid-Parodie. Ansonsten, falls sich irgendwer für die Marinebasis interessiert, die haben wir jetzt zum allerersten Mal gesehen. Bis zu diesem Stand hatten wir auch alle mal durch von 1 bis 5, die 4 hat uns aber immer gefehlt. Mit Vegapunks Informationsdrops geht es aber jetzt in die nächste Runde. So wie er gesagt hat, hat er nur Zugriff zu einer Handvoll von Poneglyphen. Und weil ihre kombinierte Narrative über einen großen Krieg erzählt, hatte so den Anschein, als ob Vegapunk nicht nur an irgendwelche Poneglyphe gekommen ist, sondern zumindest teilweise sogar an Rio-Poneglyphe. 30 Poneglyphe gibt es insgesamt, 4 davon sind rote Roll-Poneglyphe und nochmal 9 spezielle bilden die Informationen des Rio-Poneglyphs ab. Das Rio-Poneglyph erzählt über die wahre Geschichte und Vegapunk ist mit seinen Informationen schon ziemlich nah dran. Jedenfalls erzählt Vegapunk weiter, dass es die damalige Schlacht war zwischen Joyboy und der Weltregierung. Zu diesem Zeitpunkt war das aber noch eine Allianz von 20 Königen, die auch nur temporär war. Für die Marine ist es auch jetzt schon mal so ein kleiner Reality-Check, denn jetzt kommen so auch die ersten Schweißperlen auf. Sie checken nämlich, für wen sie überhaupt arbeiten. Auch wenn es natürlich oberflächlich klar ist, natürlich war es immer schon Weltregierung gegen Piraten. Vegapunk erläutert auch, diese Königsallianz war wahrscheinlich sowieso die einzige Möglichkeit, gegen Joyboy anzukommen. Wie also schon erwähnt, wir sehen die Silhouette von Joyboy und er sieht eigentlich genauso aus wie Ruffy. Augenscheinlich sogar mit den gleichen Shorts, das einzige, was vielleicht etwas anders ist, sind augenscheinlich seine Schuhe. Augenscheinlich hat er keine Flipflops, keine Pantoffeln oder sonst irgendwas, sondern ja, so ungefähr wie Live-Action-Ruffy, richtige Schuhe. Diese Silhouetten würde ich jetzt aber nicht so richtig auf die Goldwaage legen. Ich würde aber schon sagen, egal ob er es ist oder nicht, der eine König hat wirklich verblüffende Ähnlichkeiten mit Mercury. Also meine Spekulation ist ja sowieso ohnehin, dass die fünf Weisen ehemalige Mitglieder der damaligen 20 Könige sind. Ich meine, so eindeutig ist es ja sowieso nicht, was die fünf Weisen darstellen. Aber irgendwas Dämonenähnliches oder so würde ich einfach richtig wack finden, deswegen gehe ich damit. Weiter im Text, Vegapunk zeigt ja auch nicht irgendwie mit dem Finger auf irgendwen und sagt, der da ist im Recht, der in Unrecht und macht aus keinen so einen richtigen Schuldigen. Das hat einerseits hundertprozentig was damit zu tun, dass er ein Wissenschaftler ist und immer sachlich bleibt und so weiter,
Aber auch andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Konflikt vor 900 Jahren wahrscheinlich genauso wie One Piece als solches nicht so richtig schwarz und weiß war. Wir bekommen ja auch die ganze Zeit ein Feindbild aufgebaut. Wir wissen nicht, was die Hintergründe sind oder sonst was. Und versteht mich nicht falsch, egal was passiert oder passiert ist, wird auf keinen Fall rechtfertigen, was für Sachen gelaufen sind. Die Kernessenz dieses Problems liegt aber in der Vergangenheit und so einfach wird es wohl nicht sein. Vegapunk fährt aber fort, und zwar erzählt er, dass Joy Boys Zivilisation Zugang zu Waffen hatte, von denen er als Genie wirklich nur träumen kann. Also, er impliziert direkt die antiken Waffen. Währenddessen sehen wir die Bewohner von Zoo und sogar Long Time No See das, was von den Foxy Piraten übrig geblieben ist. Also Hamburger, Porsche und wie soll es anders sein, diesmal mit Gesichtsbehaarung Foxy. Es ist schon wirklich nice, dass Oda seine Charakter nie vergisst. Selbst nach einer extrem langen Zeit bekommen wir jetzt die Hommage zu Foxy. Eins der wenigen Sachen, die jetzt in diesem Bild fehlen würden, wäre zum Beispiel ein Charakter wie Captain Morgan. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, denn er ist immer noch auf der Flucht. Storytechnisch gibt es jetzt aber einen Cut zu Stassi. Addison telefoniert mit ihr und macht ihr ziemlich gut klar, dass sie schleunigst jetzt die Barriere deaktivieren soll, um mit den Strohhüten zu fliehen. Die fünf Weisen befinden sich sowieso schon dort und können auch jederzeit rein, so wie sie lustig sind. Es macht also absolut keinen Sinn, jetzt einfach so ein Leben wegzuwerfen. Das Ding hinter Stassi ist aber, als Klon hat sie leider mit echt krassen Existenzproblemen zu tun. Man könnte sagen, sie hat ihr gesamtes Leben Vegapunk Stella gewidmet. Jetzt, wo er tot ist, hat sie aber vom Gefühl her keinen Ort mehr zum Bleiben. Auf jeden Fall auch ganz interessant, Eki ist dabei natürlich auch hellhörig geworden. CP-Einheiten sind zwar keine Klone, sie besitzen trotzdem ein sehr ähnliches Mindset. Von Grund auf werden sie zu Killer-Geheimagenten ausgebildet. Dadurch werden sie so krass hirngewaschen, dass ihr einziger Sinn im Leben es ist, der Weltregierung zu dienen. Am besten sieht man das ja auch nochmal an der Geschichte der CP9. Die Strohhüte haben sie besiegt und deswegen wurden sie von der Weltregierung gejagt. Anstatt aber auf die Weltregierung sauer zu sein, sind sie wieder zurückgekehrt und erneut dort angefangen zu arbeiten. Das ist aber auch genau dieses Ding von One Piece. Wirklich sehr viele Personen sind von Grund aus nicht böse. Sie haben sich nicht von heute auf morgen dazu entschieden, schlechte Sachen zu machen. Vielmehr ist einfach die Welt dafür verantwortlich. Schlechte Taten kann man dadurch zwar auf keinen Fall gutreden, im Hintergrund sind aber eigentlich dafür immer andere mächtige Personen für verantwortlich gewesen, die das Gute in den Menschen zerstört haben und sie zu dem geformt haben, was sie jetzt sind. Genug aber davon. Ich habe ja schon gesagt, dass die Gorosei komplett ausgerastet sind. Venus Juro hat dabei richtig abgeliefert. Also als erstes, er muss sich mit sehr vielen Gegnern aufhalten. Jeder von ihnen hat richtig Angst, dass er sein Schwert zieht. Denn wenn er es tut, dann kann er anscheinend alles zerschneiden. Sanji liegt schon im Dreck. Bonnie und Frankie können gerade so ausweichen. Und anscheinend, so wie ich es interpretiere, kann auch er die Stimme des Universums hören. Mit dieser Fähigkeit, die auch Vorahnungshaki sehr ähnlich ist, ist er auf Punk Records sehr aufmerksam geworden. Denn von dort aus spürt er sehr viele Lebensformen. Also hat er sich einfach mal dazu entschlossen, die komplette untere Hälfte der Wolke abzutrennen. Glücklicherweise hat er nicht in der Region geschnitten, wo sich Vegapunks Hirn befindet. Dafür ist er aber dafür verantwortlich, dass die Seraphim als auch die CP-Einheiten freigesetzt wurden. Währenddessen erzählt aber Vegapunk immer noch weiter. Er sagt, mit Joy Boys Niederlage wurde das verlorene Jahrhundert beendet. Dieser antike Konflikt zeigt seine Nachwirkungen sogar in der heutigen Zeit. Die Landmassen wurden immer kleiner, der Meeresspiegel immer höher und extrem viele Ruinen befinden sich mittlerweile unter Wasser. An sich ist das nicht mal so neu, denn genau das haben wir auch schon in Jinbeis Cover Story gesehen. Dort gibt es nämlich Unterwasserruinen, die mittlerweile ja so ziemlich umfunktioniert wurden zu einer Wohnstätte des Meervolkes. Das Ding ist aber, 200 Meter ist das Wasser angestiegen und mit dieser Zahl konnte man jetzt wirklich nicht so rechnen. 1 Meter, wir wissen schon, wie krass das ist. 2 Meter, absolut heftig. Ich persönlich hätte schon so mit 50 Metern maximal gerechnet. Aber 200 ist wirklich eine Klasse für sich. Das ist eben eine Info, die absolut keiner fassen kann, also keiner außer Mocktown. Die machen sich immer noch nur lustig. Ein Kriegsschiff der Marine ist selber ja nur 60 Meter hoch. Diese Teile sind gigantisch und 3 von ihnen würden ja nicht mal ausreichen, um 200 Meter zu erreichen. Währenddessen sieht man auch immer mehr Leute, unter anderem auch die alte Barockfirma. Und dort wird auch zu Recht der Vergleich gemacht, ja, 200 Meter, das kann auch gut ein Berg sein.
Vegapunks Schlussfolgerung hinter dem Ganzen ist aber richtig krass. Ich meine, na klar, wir als Zuschauer wissen ja schon mehr oder weniger Bescheid, dass das alles nicht wirklich natürlich passieren konnte. Vegapunk, weil er aber ein Experte auf so ziemlich jedem wissenschaftlichen Gebiet ist, kann zu 100% bestätigen, dass es kein natürliches Phänomen sein konnte. Das hätte dann sonst irgendwelche Anzeichen gehabt und die gab es nicht. Diese Flut, die damals stattgefunden hat, ist den antiken Waffen zuzuordnen. Also, hier wird's nochmal sehr stark impliziert. Die Mutterflamme ist an sich keine Waffe, keine antike Waffe, sondern wahrscheinlich eher der Treibstoff, und zwar für Uranus. Während des großen Krieges wurden diese Waffen also benutzt. Es hatte also diesen Wasseranstieg zur Folge, Vegapunks Schlussfolgerung ist aber nochmal richtig krass. Denn laut ihm, weil die Waffen immer noch existieren, weil sie immer noch benutzt werden, ist der Krieg nicht vorbei. Selbst in der heutigen Zeit, 800 Jahre später, geht er weiter. Ganz passend dazu sieht man das heilige Land Marijoa und wie es so langsam anfängt zu bröckeln. Ich meine, immerhin hat es auch schon einiges hinter sich gehabt. Einerseits der Angriff der Revolutionäre, aber auch andererseits die Ankunft von Kuma. Die letzten zwei Panels bestehen dabei auch nur aus Imu. Irgendwie hat er auch einen sehr entspannten Ansatz. Er lässt sich weiter nichts anmerken, er spielt immer noch mit seinen Schmetterlingen und ist weitestgehend sehr gechillt. Alles, was er sich augenscheinlich über Jahrhunderte aufgebaut hat, scheint jetzt so ein wenig zu bröckeln. Anders als man es vielleicht vermutet hätte, ist er aber auch gar nicht außer sich. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass es so scheint, als ob er immer noch ein Ass in der Hinterhand hat. So, als ob er immer noch die Kontrolle bekommen kann. Damit ist aber auch das Ende des Kapitels erreicht. Und glücklicherweise ist Vegapunks Nachricht damit immer noch nicht zu Ende und wir können immer noch gespannt sein, was er uns noch alles zu erzählen hat. Für manche war das sogar schon mal das beste Kapitel des Jahres. Ich gehe da zwar nicht mit, es ist trotzdem eine richtige 10 out of 10 gewesen. Das war's aber schon mal von meinem Talk. Jetzt seid ihr am Zug und ich bin gespannt, wie eure Meinung zu dem Kapitel als auch zu der Zukunft von One Piece aussieht. Allein schon, wie nah das Ende scheint. Schreibt gerne rein, wie lange auch eurer Meinung nach One Piece noch geht. Und was ihr jetzt auch nochmal im Verlauf von Eckett erwartet. Das war's jetzt aber auch vom Video. Wenn euch so ein One Piece Content gefällt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao.